Hallo und willkommen zurück zu Satisfactory mit einer schönen Innenaufnahme unseres Hubs. Ja, genau. Wo wollte ich jetzt eigentlich anfangen? Ich wollte damit anfangen zu sagen, wir sind ja jetzt gerade zu Zeiten des Updates Nummer 2 und ich wollte eigentlich mal schauen, ob wir, wenn ich aus dem Fotomodus rausgehe, ob wir hier noch irgendwelche... Oh, tatsächlich, wir haben hier noch irgendwelche Sachen. Ich habe hier noch alternative Rezepte, die ich noch gar nicht erfüllt habe. Ja, denn, Moment, das machen wir mal kurz. Was? 25 Rotoren, 25 Statoren. Gut, die habe ich jetzt gerade nicht, das ist doof. Dann haben wir hier noch Tier 6. Monorail Train Technology. Oha. Train Station, Freight Platform, Empty Platform, Railway, Electric Locomotive, Freight Car. Ja, braucht alles, was wir schon haben. Dann selektiere ich das doch auch mal. So was 150. Kann ich das eigentlich hier auch... Okay, ich kann das hier nicht. Moment kurz. Damit ich weiß, was ich aus dem Lager holen muss. Only show affordable risk. Oh, stimmt, es stand in den Changelogs drin. Wir können jetzt quasi filtern, hier nur anzuzeigen, was wir auch wirklich craften können. Und wir können jetzt hier nach Sachen suchen. Zum Beispiel nach Motoren. Können dann hier sagen... Ich hätte gerne 200 davon. Außerdem brauchen wir 100 Computer. Ich finde es mit der Suche gar nicht mal so schlecht. Nicht unbedingt wegen dem Suchen an sich. Ich weiß ja, was ich will, aber... Verdammt, wieso sind das jetzt? Plot 1. Also wenn man mit Shift gedrückt hält und dann rechts klickt, dann kann man hier das in 10er Blöcken hochmachen. Man muss aber aufpassen, wenn man Shift wieder loslässt, dann sind sie immer noch 10er Blöcke. Man muss also einmal aus dem Menü wieder raus und muss dann mit einem normalen Rechtsklick drauf, dass man wieder bei der Einerzählung ist. Ja, also die Suche hauptsächlich deshalb so toll für mich, weil ich sehr schnell, ohne zu scrollen, das finde, was ich eigentlich suche. So, 150 von denen. Mache ich übrigens deshalb, weil jetzt kann ich hier einfach sagen, ich hätte noch mal gern den anderen Milestone. Selektiert und sehe, was ich dafür noch brauche. 25 Statoren, wobei die können wir uns eigentlich auch selbst kurz craften. Statoren tue ich zum Beispiel nämlich nicht extra in mein Lager im Moment, weil ich normalerweise die Statoren nicht unbedingt brauche. So, also um irgendwelche Zwischenmaterialien zu craften oder Gebäude zu craften. So, wir haben jetzt 25, passt. Deswegen habe ich darauf verzichtet, da nochmal eine extra Quelle zu haben. Aber jetzt schicken wir die mal ab. Es soll theoretisch auch dieses Launch-Ding hier geupdatet worden sein. Ich weiß nur nicht inwiefern. Ich hoffe mal nicht, dass sie meinen tollen Trick weggemacht haben. Der, wenn ich mir das so richtig überlege, wahrscheinlich gar kein Bug oder gar kein Trick war, sondern diese ganzen diese ganzen alternativen Rezepte, die verlangen wohl nicht, dass unser Pot hier nach oben geschossen wird, sondern die kann man wirklich einfach so quasi ohne Cooldown abschließen. Das war also eigentlich gar kein Trick, das war nur Zufall, dass ich das ausgerechnet mit so einem alternativen Rezept gelernt habe. Naja, sei es drum. Ich fülle hier mal wieder auf. Ach so. Ich habe übrigens mein Inventar fast sortiert. Ich muss es eigentlich noch mal etwas leeren. Kann ich vielleicht mal kurz was dazu sagen, wie bei mir so die Logik des Inventars geworden ist. Was natürlich jetzt gerade durch meine Bauaktivität ein bisschen... Ach halt, das kommt auch noch da rein. Ein bisschen sich angepasst hat. Das hier ist übrigens meine Heilkiste. Da kommen alle Zutaten rein für die Medicinal Inhaler. Die Wunderdinger, die einen auf Knopfdruck wieder volles Leben geben können. Habe ich jetzt gerade keine ausgerüstet, weil ich bewege mich ja gerade nur in meinen gesicherten Umgebungen. Und ich falle natürlich nie irgendwo runter.
Das heißt, ich lebe mit meinen drei Balken, die automatisch wieder aufgefüllt werden und komme gar nicht in die Gefahr, hier irgendwas zu benutzen. Die brauchen wir spätestens dann wieder, wenn es ans Forschen geht. So, dann haben wir hier in der Kiste alles Mögliche an, ja, Kruscht, Silizium, Mycelia und Flower Petals. Ja, falls man es mal doch irgendwann bräuchte. Und genau, was jetzt hier das Inventar angeht, da hatte ich eigentlich ursprünglich immer den Plan, also grundsätzlich habe ich jetzt hier sehr viele Slots mittlerweile freigeschaltet. Das sind auch Sachen, die man durch das Erforschen von Data Storage abschließen kann. Aber so die grundsätzliche Idee war, ich brauche immer ein paar Wires, ich brauche immer ein paar Iron Rods, hauptsächlich für die Halterungen von Conveyor Belts und so weiter. Dann haben wir hier die Iron Blades, hauptsächlich benutzt für alles, was irgendwie an Wände oder an MK1 Fließbändern geht. Gut, Beton brauchen wir sowieso für alles, hauptsächlich für die Foundations, deswegen habe ich da meistens auch 400-500 Stück dabei. Kabel habe ich jetzt gerade, normalerweise habe ich davon nur 2-3 Stacks dabei, habe ich jetzt ein bisschen ausgefahren, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass ich ziemlich viele Stromleitungen verlegen muss. Muss ich aber eigentlich gar nicht, deswegen können wir hier eigentlich auch mal mir nichts, dir nichts ein paar Kabel in den Müll schmeißen. Nachdem wir hier unendlich viel nachproduzieren können, ist es wurscht, wir die wegschmeißen. Mein Lager ist ohnehin voll, also ich wüsste doch gar nicht, wo ich die hin tue. So, dann habe ich im Moment sehr viel von den Encased Industrial Beams dabei. Normalerweise habe ich davon auch nur 2 Sticks dabei, aber das hier ist die Hauptkomponente von MK4 Transportbändern. Und da ich ja gerade hier quer durch den Dschungel mein Transportband gelegt habe und da MK4 benutzt habe, habe ich da auch kräftig mal 2 Stacks, also 2 Reihen davon angelegt. Was mittlerweile sehr wenig bei mir noch im Inventar ist, sind die Reinforced Iron Plates. Die sind eigentlich hauptsächlich für MK2 Fließbänder gebraucht. Da hatte ich immer so 3 Stacks dabei. Das habe ich jetzt mittlerweile auf 2 reduziert. Wahrscheinlich würde auch 1 reichen. Ab und zu braucht man die für Gebäude, aber auch nicht in den Mengen, als dass ich jetzt hier in der Pampa stehe und auf einmal keins von denen mehr hätte. Und zur Not kann ich die ja auch nachproduzieren. Wie hießen die jetzt? Hä? Achso, ich bin am falschen Workshop. Ich bin ja am Equipment Workshop und nicht an der Crafting Bench. Genau, dann hier noch die Modular Frames, hauptsächlich für Gebäude. Und das gleiche gilt für die Heavy Modular Frames, da habe ich jeweils 2 Stacks dabei. Und dann noch so ein bisschen Kleinkrusch. Pipes braucht man ab und zu, da habe ich 1-2 Stacks meistens dabei. Ein Stack Computer, ein Stack Kristalloszillatoren, ein Stack Rotoren und ein Stack Motoren. Ja, hauptsächlich für die fortgeschritteneren Gebäude oder falls ich mal zufällig auf einen Escape Pod irgendwo treffe und es braucht meistens welche von diesen Sachen, deswegen. Achso, und dann habe ich hier noch einen Stack Quickwire. Eigentlich hauptsächlich nur für die höherwertigen Strompfosten, die brauchen nämlich Quickwire. So, und den Rest hier unten fülle ich meistens mal mit den Utilities auf, die man so ab und zu braucht. Motorsäge, hier die Power Shards, die kann ich eigentlich mal dahin machen, die sind ja eher nicht Equipment, sondern eher für das Aufpimpen der Gebäude. Tja, genau. Und wie gesagt, dadurch, dass ich gerade spezifisch an einer Sache immer baue, hat sich das ein bisschen verschoben. Ich gucke jetzt hier nochmal kurz. Reinforced Iron Plates braucht, achso, die stimmen, die brauchen Schrauben, aber Schrauben kriegen wir aus den Iron Rods her. So gesehen können wir uns da auch in der Pampa jeweils noch was nachproduzieren. Denn die Wege werden schon recht lang. Es macht also Sinn, sein Inventar meistens relativ voll zu haben. Immer mit ein bisschen Platz für, ich weiß nicht, Holz, Biomasse, allgemeine Sachen, was man da so findet. Die ganzen Alien-Überbleibsel, die man bei Kämpfen noch so findet. Oder irgendwelche Nahrungsmittel, die man halt noch so sammelt für später. Macht Sinn, immer so 3, 4, 5 Slots freizulassen. Ja, so viel zu meinem kurzen Guide, wie ich das so mache. Ich denke mal, da wird jeder mit der Zeit des Spielens auch rausgefunden haben, was für ihn das Beste ist. Was brauche ich denn jetzt hier eigentlich? Ich wollte eigentlich mal wieder mein Concrete nachfüllen und wir brauchen jetzt so. Wir brauchen
Wir brauchen 200 Motoren. Wieso habe ich nur 100 eingestellt? Bin ich doof? Komisch. Egal, wir brauchen 100 Computer. Dann lade ich die hier mal rein. Ich habe jetzt 150, aber ich will ja noch den einen Stack, den ich ohnehin drin habe, behalten. Dann brauchen wir Motörchen, und zwar 200 Stück. Eigentlich bin ich ja jetzt auch doof. Die To-Do-Liste bringt mir ja gerade gar nichts, weil ich das Einzige, was wir noch brauchen, steht sowieso hier oben. Ich kann es aber gerade hier nicht löschen. Ich müsste dafür, glaube ich, in das Baumenü. So, also 200 Motoren, 100 von denen. Dann fehlen uns noch die Heavies. Von denen brauchen wir 3 Stacks insgesamt. So, dann hätten wir alles für den neuen Milestone. Und ich kann hier eigentlich mal kurz nachfüllen. Dann brauche ich auch nochmal wieder neue Stahlrohre. Okay, es wird jetzt etwas chaotisch hier im Inventar. Ach genau, die Reinforced Iron Dinger, die wollte ich auch noch nachfüllen. Und dann brauchen wir noch diese hier. Von denen brauchen wir tatsächlich wieder ganz viel. Was das jetzt nicht übersichtlicher macht im Inventar. Ja, genau. Was es nicht übersichtlicher macht. Wobei eigentlich brauche ich gar nicht so viel. Ich brauche eigentlich hauptsächlich... verdammt. Ich brauche eigentlich hauptsächlich von den Dingern hier. Weil tatsächlich geht das meiste Material dann doch in die Umhüllung von meinen... nein, nicht so. Mensch, Räubersch. Konzentration. Die meisten Materialien gehen tatsächlich in die Wände und so weiter. Und dafür brauche ich halt die Iron Blades. Das Ausfüllen des Schlauches dann quasi mit den Transportstrecken, das ist dann nicht mehr das Tragische. So, zack, zack, zack und zack. Und wir sind ready for launch. Zack. Milestone reached. A new set of buildings and vehicles needed for long-range transportation has been made available. In addition to built-in power conduction, rails-based transit ensures increased efficiency and reliability for both the transport of pioneers and cargo. Ja. Ich muss mal eben kurz meine Kamera dunkler machen. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Genau. Jetzt würde ich ganz gerne eigentlich hier das da Clearlist. Was haben wir denn jetzt Schönes Neues? Hier haben wir nichts Neues. Hier haben wir auch nichts Neues. Ach so, den Geothermalgenerator haben wir übrigens auch noch bekommen. In irgendeiner der vorherigen Milestones. Den kann man auf die Geysire setzen, die ich damals schon gesehen habe. Braucht allerdings Supercomputer und die können wir noch nicht herstellen, also kann ich die gerade noch nicht wirklich bauen. Allerdings hauen die schon recht kräftig rein, denn sie brauchen keinen Input und sie erzeugen konstant 200 Megawatt. Ist schon nice. Das sind nochmal 50 Megawatt mehr als die Fuel Generators. Allerdings haben wir von denen auch relativ wenig Plätze, wenn ich das mal so bedenke. Also zumindest habe ich bisher, glaube ich, nur die ein oder zwei gefunden, die wir da hinten am blauen Krater hatten. Ja. So. Achso, wahrscheinlich sind die alle bei Transportation, fällt mir gerade ein. Bei Vehicles, genau, Rail Vehicles. Elektrische Lokomotive. Die Lokomotive wird als, wird benutzt, um, Güterwagen von Station zu bewegen. Braucht, zwischen 25 und 110 Megawatt. Je nachdem wahrscheinlich wie schnell. Muss auf einer Schiene gebaut werden, keiner hätte es gedacht. Wurde mit dem Spitznamen Live von dem Fixit-Pionier benannt, aufgrund seiner Zuverlässigkeit. So, schön. Dann haben wir den Güterwagen. Der Güterwagen wird benutzt, um große Mengen von Ressourcen von einem Ort zum anderen zu transportieren. Ressourcen werden an
Frachtplattformen beladen und entladen, muss ebenfalls auf einer Schiene gebaut werden. Dann haben wir hier die Train Station. Die Lokomotiven können... können so konfiguriert werden, dass sie hier jeweils an den Train Stations stoppen. You can connect power to train station to power up the... You can connect power to the train station to power up the... Achso, to power up the trains. Okay, also die Train Stations mit Strom zu versorgen, heißt die Züge mit Strom zu versorgen. Und auch die Schienen, denn die Schienen transportieren auch die Power von Station zu Station dann. Was im Übrigen sehr cool ist, dass die Schienen Strom leiten, weil damit können wir uns aufwendige und riesenlange Stromtrassen neben den Schienen sparen. Die fungieren dann quasi gleichzeitig damit. Dann haben wir hier die Frachtplattform. Güterwagen stoppen hier und werden dort beladen und entladen von ihren Gütern, abhängig auf was ich die gesetzt habe. Die Frachtplattform snappt, also klebt sich an die Schiene und auch an die Train Stations. So, dann haben wir eine Lederplattform. Da wird nichts be- oder entladen, ist quasi so eine Art Lückenfüller. Habe ich schon gesehen. Quasi jeder Güterwagen, der an so einer Freight-Plattform hält, wird be- oder entladen, je nach Konfiguration der Plattform. Ich kann aber nicht konfigurieren, ob ich das möchte oder nicht. Das heißt, wenn ich nicht möchte, dass der Güterwagen an der Station be- oder entladen wird, dann mache ich hier so einen Platzhalter rein. Und der Güterwagen bleibt mit dem Inhalt so, wie es vorher war. Ich sehe übrigens auch gerade, die Lokomotive können wir uns quasi schon leisten. Die Güterwagen auch. Train Station auch. Das auch. Also wir können uns quasi alles schon leisten. Jetzt ist aber gespannt, die Schienen brauchen Steel Pipes und Steel Beams. Gut, dass wir die in ausreichenden Mengen produzieren, weil das könnte sehr teuer werden. Ich weiß nicht, wie lang so ein Schienenstück ist, aber ich vermute mal, es dürften mindestens die gleichen Kosten sein wie bei einem Conveyor Belt. Naja, also, sind wir mal gespannt, wie sich das so entwickelt. Ich werde wahrscheinlich für die... Ich könnte... Also, die Sache ist ja die... wir haben hier... Wir haben hier noch kein Tier 7 und 8. 7 und 8 müssten dann theoretisch die Aluminiumproduzenten und die... Steht da eine Kaffeetasse? Stand die schon immer da? What? Und wieso steht da Bri drauf? Da müsste Tee draufstehen. Das ist ein Teacup. Genau, Tier 7 dürfte Aluminium sein, Tier 8 dann die Atomkraft. Und ja, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo Uran ist. Ich habe auch bisher noch keine Bauxitminen gefunden. Ich vermute aber mal nicht, dass die hier sind, sondern sehr weit weg. Das heißt, spätestens dafür werden wir dann die Züge bauen. Ich bin noch am Überlegen. Ich habe hier hinten nochmal ein Caterium und ein... Sulfur, beziehungsweise zwei Sulfuradern gefunden. Die wären ganz nice, wenn wir die noch anzapfen könnten, weil sonst ist es ein bisschen schwierig. Den einzigen Schwefelort, den ich sonst gefunden habe, der ist hier hinten und den brauche ich ja schon für meine bisherigen Produktionsstätten. Und wie ich schon gesagt habe, ich wollte eigentlich meine Superfabrik unabhängig, also neben, also parallel zu dem bauen, was ich schon gebaut habe, ohne was abreißen zu müssen oder die Ressourcen umlenken zu müssen. Ja. Gut. Jetzt habe ich übrigens die ganze Folge über, glaube ich, noch nicht wirklich was gezeigt, außer dass wir diesen Milestone gemacht haben und mein Inventar aufgefüllt haben. Ja. Also Action gibt es erst wieder, gut, Action gibt es eigentlich erst wieder in keine Ahnung wie viel Folgen zu sehen. Habe ich hier eigentlich noch irgendwas drin? Vehicle. Ach, da sind meine, da ist mein Jetpack und meine Gasmasken. Und da habe ich noch sehr viel Beton drin. Gut zu wissen. Ja, der Explorer hier ist übrigens, den hatten wir auch noch nicht im Let's Play. Ist ein sehr nices Fahrzeug. Huch, ich dachte gerade, was denn jetzt? Kann ich eigentlich mit dem, kann ich mit dem eigentlich da reinfahren?
Nein, kann ich nicht. Oder könnte ich vielleicht, wenn es hier nicht oben auf dem... Oh, doch, kann ich. Hui! Aber es wird nicht langsamer dadurch. Ich wollte gerade mit Leertaste springen. Mist. Ja, der Explorer ist sehr cool. Ist ein Zweisitzer. Man kann also auch zu zweit damit rumfahren. Ist sehr viel geländegängiger als die Trucks, die wir da bisher hatten. Und es ruckelt so schön, es ruckelt so schön. Dann würde ich sagen, genug gelabert. Kommen wir mal wieder zu handfesten Bautätigkeiten. Ich muss jetzt mal schauen, was ich als nächstes mache. Also prinzipiell, ich muss gucken, dass ich hier die Planung vorantreibe. Also wie gesagt, hier in dem großen Gebiet würde ich gerne bauen. Ich werde vermutlich doch nicht drum rumkommen, hier diese Produktionsstätte von Eisenplatten und Iron Rods aufzugeben, weil die mir total im Weg ist. Ich muss aber mal gucken, vielleicht dehne ich mich dann auch einfach nach da oben aus. Ich bin nur langsam ins Zweifeln gekommen, oder letztens ins Zweifeln gekommen, wenn es jetzt hier schon so ruckelt mit dem, was ich bisher da habe. Wenn ich jetzt hier noch meine Megafabrik hinbaue, wird es ja nicht besser. Also, ich weiß noch nicht genau, aber ich habe halt echt keinen Platz. Also, ich kann da mal ein bisschen rumfahren. Kann da mal ein bisschen hier die Gegend erkunden. Der ist übrigens extrem geländegängig. Der kann Steigungen hochfahren, da wird jedes real existierende Geländefahrzeug den Hut vorziehen. Hier oben kann man natürlich auch bauen, aber wie ihr hier schon seht, es ist sehr, sehr viele Furchen, sehr hügelig, auch sehr steil. Also hier werde ich dann Terrassen bauen müssen. Weil ehrlich gesagt, ich halte nichts von diesen ganzen, dieses ganze Gebaue, was ich dann auf Videos und Screenshots und so weiter auf Twitter und YouTube sehe von Leuten, wo dann hier quasi einfach in 100 Meter Höhe eine Schicht Beton-Foundation reinziehen und dann oben drauf alles bauen. Ja, ist geil, super toll, kann man sich austoben, wie man will, aber sieht halt scheiße aus, meiner Meinung nach. Also so ein bisschen Ästhetik möchte ich ja dann schon in meinen Bauten haben. Auch wenn ich mich von dem mehr oder weniger... Oh, das habe ich gehört. Ich wusste doch, dass ich hier was gehört habe. Ich komme da nicht so ran, oder? Jetzt mit meinen tollen Sprungfedern. Käme ich da wieder raus, wenn ich... Ja, komm, ich probiere es mal. Ich will den Baumstamm da nicht unbedingt fällen. Ist übrigens doof. Ich hätte gern beim Bauen nichts in der Hand. Aber... Nein, das Spiel ist... Ach, Manno, ich komme hier nicht runter. Ich muss den Baum jetzt fällen. Er ist doch doof. Ich will den Baum nicht fällen, der sieht schön aus. Ja, ich weiß, du magst, dass ich das da fällen möchte, dass ich das da ernten möchte. Es gibt übrigens noch nach wie vor keine Verwendung für die Dinger. Genauso wenig gibt es mittlerweile immer noch keine Verwendung für das Strange Alien Material, wie es so schön hieß und heißt. Nun gut. Ja, also ich war dabei hier zu erzählen, dass es hier ein bisschen doof ist mit Platz und dass ich jetzt hier nicht unbedingt die Betonschichten draufklatschen möchte. Ich kann ja mal eben einen Lookout Tower bauen. Aber es wird halt echt nicht besser. Also, ich meine, wenn man auf der Karte guckt, klar, wir hätten jetzt hier theoretisch noch Platz. Ich könnte einen Teil hier hinbauen. Ich würde es halt schon ganz gerne, zusammenhängend haben. Also der Plan wäre tatsächlich das Ganze, also hier kommen ja die, hier kommen die Sachen runter, werden hier gebündelt, dass ich ja vielleicht hier so diese voraus, die ersten Grundpfeiler quasi baue, mit den ersten verarbeitenden Industrien und die höherwertigen dann nach hier hinten ziehe, vielleicht dann auch hier runter in den Graben zu bauen. Da unten haben wir nämlich auch noch recht viel Platz, wobei der Bereich hier ist, glaube ich, alles verseucht mit diesen
Stinkepflanzen, das heißt, wir müssten auf der Seite hier bauen. Es ist alles nicht so ganz einfach. Ja, also so viel zu dem Thema. Ich liebe diese neuen Füße, diese neuen Sprungfedern. Ein bisschen wie Portal. Also stelle ich es mir zumindest vor, dass es so Sprungfedern sind, die man dann unten an den Füßen hat. Mit denen man dann Sprünge abdämpfen kann und entsprechend höher springen kann.